Leider liest man heutzutage immer mehr von sogenannten Deepfakes. Ich habe mich jetzt gefragt, was hat es da damit auf sich und wie einfach ist es genau, eines von denen zu erstellen? Für das müssen wir aber zuerst schnell in mein Studio. Willkommen in meinem Studio. Gut. Dass ich kein alter Mann bin, habt ihr wahrscheinlich schon lange herausgefunden. Aber wie es so weit gekommen ist und wie ich genau geschafft habe, euch so lange zu täuschen, das werde ich euch jetzt zeigen. Aber zuerst mal muss ich mich umziehen. Der zurzeit häufigste Einsatz von Deepfake findet im Bereich von Face-Swapping statt. Dabei wird in einem Video das Gesicht von einer Person mit Hilfe von KI durch ein anderes Gesicht ersetzt. So werden die Betroffenen in einem anderen Kontext dargestellt. Ein schockierender Fakt ist, dass 95% von allen Deepfakes im Netz pornografische Inhalte sind. Wenn es also eine Technologie gibt, um Deepfakes zu erstellen, dann gibt es sicher auch eine, um die herauszufinden, ob es ein Deepfake ist oder nicht. Genau die Frage habe ich jetzt Adrian Weber gestellt. Er ist ein erfahrener Virtual Production Producer und beschäftigt sich in seiner Freizeit auch gerne mit Deepfakes. Also aktuell gibt es einfach noch kein zuverlässiges Tool. Es gibt gute Algorithmen, die in gewissen Situationen wirklich gut funktionieren. Aber es ist jetzt nicht so etwas, wo man sagt, so, okay, das ist die Webseite, wenn es da hochladest, seid ihr zu 100% richtig. Das ist ein Deepfake, das ist keiner. Also ja, aktuell noch nicht. Jetzt, wo wir wissen, was Deepfakes genau sind und wieso Deepfakes genau so eine Gefahr für unsere Gesellschaft darstellen, können wir zum wesentlichen Schritt kommen, nämlich selber Deepfakes erstellen. Die Seite, die ich jetzt gefunden habe, ist so semi-professionell. Das Ganze funktioniert mit einem Abo-System, wo man pro Monat eine gewisse Anzahl Credits bekommt. Mit denen kann man sich dann Deepfakes erstellen. Versuchen wir es doch einfach mal. Es klappt. Es klappt. Ich kann nicht mehr. Nein, oder? Das ist mein Face-Swap-Test-Video. Ich war mega gehyped auf das erste Deepfake. Vor allem, weil das nur 3 Minuten gebraucht hat zum Erstellen. So ganz zufrieden bin ich dann aber doch nicht gewesen. Weil erstens hat es gekostet und zweitens sehen die Augen mega KI generiert aus. Also habe ich mich entschieden, meine Suche fortzusetzen. Das mal nach einem gratis Tool ohne Glitches. Schlussendlich habe ich ein Tool gefunden und das Ganze gerade mal getestet. Ich kann jetzt mein Video hier abladen. Ich mache das Ding mal an. Gar nicht gut. Sagen wir es mal so, es hat irgendwas abgeladen. Aber ich kann es nicht auftun. Sieht nicht gut aus. Wenn neu jetzt gerade der Wurm drinnen ist, dann kann es gut helfen, wenn man die Sache kurz weglegt und sich mit etwas anderem ablenkt. Darum bin ich auf den Online-Shop von meinem Vertrauen und habe mir Folgendes gekauft. Nämlich eine Perücke. Das kann ich einfach aufsetzen. So. Und wenn ich jetzt nämlich nachher noch die Brille abziehe, dann findet das niemand mehr raus. So auf jeden Fall meine Idee. Schauen wir mal, was wir daraus machen können. Nach dem Setaufbau habe ich angefangen zu filmen. Das Ganze ist mega gut gelaufen und sogar mit dem Deepfake-Tool hat es das mal geklappt. Da sieht man mal, was eine Pause alles bringt. Die Resultate sind richtig krass rausgekommen. Es ist Zeit geworden für einen Test. Schaffe ich es, jemanden, der mich schon lange kennt, reinzulegen? Für möglichst reale Bedingungen habe ich mich mit der Marlene am See getroffen. Okay. Was denkst du, wer das ist? Ich würde mal behaupten, das bist du. Und wie hast du es herausgefunden? Ich gebe zu, zuerst bin ich ein bisschen unsicher, aber der Giveaway war, dass ich weiss, wer die Balkon aussieht. Und nachher bin ich wieder so, Moment, ich kenne den Hintergrund. Und dann, als ich genauer hergeschaut habe, habe ich gewisse Ähnlichkeiten im Gesicht erkannt von bei dir. Und dann. Ah. Ja.
Hast du Glitches gesehen? Dort, wo du die Zeitung wie zusammengenommen hast und aufgestanden bist, hat es so ein kurzes Ding drin gekommen. Nach ein bisschen überlegen, ist mir eingefallen, ich könnte auch einfach meine Schnittkünste verwenden, um meinem Deepfake ein bisschen nachzuhelfen. Mein Fazit. Es ist erstaunlich, wie schnell man ein Deepfake erstellen kann. Je nachdem, welche Qualität das Endprodukt haben muss, muss man selber noch ein bisschen mit Tools nachhelfen. Alles in allem ist es einfacher gemacht, als gedacht. Und jeder, der die Technologie missbrauchen will, kann das auch ziemlich schnell machen. Abschließend kann ich nur noch sagen, passet auf euch auf, glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht und lest. Es kann immer ein Deepfake sein. Und bis bald! Und bevor ich es vergesse, lasst ein Like da. Und falls ihr noch jemanden kennt, der noch nicht so sensibel auf das Thema Deepfake ist, share doch das Video mit denen. Danke und ciao.